Herzlich willkommen bei Grün und Gesund. Schön, dass ihr dabei seid. Heute ein Interview mit Kirstin Knufmann. Ich freue mich schon sehr darauf. Kirstin Knufmann ist Buchautorin. Sie vertreibt als engagierte Rohköstlerin unter ihrer Marke Pure Raw sehr erfolgreich vegan und Rohkostprodukte. Und seit mehreren Jahren ist sie außerdem eine gefragte Referentin auf Messen und Veranstaltungen zum Beispiel, wo sie Wissen und die Vorzüge einer bewussten Rohkosternährung weitergibt. Ganz herzlich willkommen, liebe Kirstin. Ja, danke schön, dass ich hier bin. Ja, wir hatten ja schon mal das Vergnügen, vor ungefähr, ich glaube 2 Jahre irgendwie bei meinem ersten natürlichen Gesundheitskongress, da warst du auch eine mit der Expertinnen und habe dich damals interviewt zum Thema Superfoods. Heute geht es über ein etwas anderes Thema, über das ich mich mit dir unterhalten möchte. Und zwar hast du ja zusammen mit Jörg Ullmann ein Buch geschrieben zum Thema Algen. Und deshalb haben wir das Thema für heute mal gewählt: Algen, das unentdeckte Powerfood, Nahrungsmittel der Zukunft? Fragezeichen. Ja, liebe Kirstin, bevor wir jetzt aber darauf eingehen, das Thema, direkt mal für die Zuschauer der wichtige Hinweis: Bleibt wirklich dran bis zum Ende des Interviews, denn auch in diesem Interview gibt es wirklich ein paar sehr schöne Goodies und es gibt auch etwas zu gewinnen, also dranbleiben lohnt sich. Und die Kirstin, die freut sich schon, die hat nämlich wirklich was mit dabei, sich was ausgedacht und mitgebracht. Und da dürft ihr euch auch freuen. Ja, erzähl uns noch mal ein bisschen, Kirstin, wie bist du auf das Thema Algen gekommen? Na, das Thema Algen finde ich halt schon relativ lange sehr spannend. Also seit 2007 bin ich da jetzt auch zum ersten Mal mit in Kontakt gekommen, gerade weil es am Anfang eben um das Thema Superfood ging und da Algen natürlich auch schon eine große Rolle spielen, sei es jetzt Spirulina oder Chlorella oder auch die marinen Makroalgen wie Dulce oder Wakame, die ja auch, oder Nori, was jeder aus dem Sushi dann mittlerweile ja auch kennt. Und da ist einfach ein großes Potenzial in der Ernährung, was Algen zu bieten hat. Und das ist immer, wenn man von Algen spricht, das ist natürlich immer so ein Seitenthema, wo viele gar keine Ahnung von haben. Ja. Und wenn man dann so langsam davon erzählt und was Algen alles können und für Potenziale mitbringen, dann wächst das Interesse halt recht schnell. Und dadurch, dass es mich einfach fasziniert hat und mein Mann und ich, wir haben uns auch über das Thema Algen damals kennengelernt, das heißt zwei Algenfreaks zusammen. Also der Jörg Ullmann ist dein Mann, ja, mit dem du das Buch zusammen geschrieben hast. Okay. Genau. Und da bietet sich das natürlich an, dass wir unser gemeinsames Thema dann auch nochmal weiter ausbauen und eben auch mit Freude machen, weil wir probieren natürlich auch immer ganz viel damit aus und schauen und beschäftigen uns beruflich und privat damit. Das heißt, das ist eigentlich was uns beiden unter den Nägeln gebrannt hat. Ja, der Jörg ist ja auch, glaube ich, in der Uni, damit setzt sich auseinander zu dem Thema. Genau, forscht zu dem Thema, lehrt zu dem Thema auch und baut auch selber Algen an jetzt seit 13 Jahren, also ist da wirklich aktiv in der Thematik auch drin. Wow, okay, cool. Vielleicht so als Grundlage mal ganz kurz, damit wir ein bisschen das besser verstehen. Wie viele verschiedene Algen gibt es? Sind die essbar? Da gibt es irgendwie noch Mikro- und Makroalgen. Vielleicht kannst du ein bisschen die Grundlagen da uns mal liefern. Also es gibt extrem viele Algen, die auch noch unentdeckt sind. Das heißt, man kann das gar nicht beziffern, wie viele Algen eigentlich existieren, weil Algen eine der ältesten Organismen überhaupt sind. Das Ganze wird dann halt untergliedert in Mikroalgen und in Makroalgen, wobei wir jetzt gerade erst auf 65 Jahre aktive Landwirtschaft oder Aquakultur zurückblicken können, im Gegensatz natürlich zu normaler Landwirtschaft, die ja schon von den Menschen seit ewiger Zeit gemacht wird und angebaut wird. Das heißt, das ist ein neues Feld. Wie gesagt, erst seit 65 Jahren findet das statt, dass wir uns aktiv mit dem Thema Algen auch auseinandersetzen, wirtschaftlich gesehen. Und da gibt es immer wieder neue Algenstämme, die entdeckt werden oder Begriffe, die dann zusammengefasst werden. Es gibt ja Algen, das sind Bakterien, es gibt Algen, das sind echte Pflanzen. Es gibt aber auch diese marinen Makroalgen, die man wirklich auch als Alge differenzieren kann und sehen kann, was man so vom Strand her kennt. Und da gibt es einige, die sind essbar und einige, die sind halt nicht essbar. Es gibt auch Algen, die giftig sind, was man zum Beispiel aus dem Teich kennt, wenn er so umkippt, sollte man ja auch nicht mehr schwimmen gehen. Das sind die, die halt nicht genießbar sind. So wie bei Obst und Gemüse auch. Es gibt halt Pflanzen, die kann man essen und Pflanzen, die kann man nicht essen. Bloß da sind wir halt einfach weiter in der Entwicklung. Und
Es werden auch teilweise wirklich ganz neue Produkte entwickelt zum Thema Algen durch andere Anbaumethoden, die dann stattfinden. Zum Beispiel durch Fermentation kann man wieder ganz neue Produkte schaffen. Das ist ein unglaublich spannendes Feld, was sich da jetzt vor uns auftut. Okay, also gut, wir haben jetzt gelernt, es sind nicht alle Algen essbar, es gibt also giftige, es gibt essbare. Makroalgen sind dann wahrscheinlich so die, die am Strand rumliegen, die man sowieso erkennt, oder? Jetzt ganz, ganz grob gesagt, genau das, was man so als Alge halt kennt, was dann auch so Fäden bildet oder auch ein bisschen anfassbar ist. Das sind die Makroalgen und die Mikroalgen, wie der Name dann schon sagt, mikroskopisch kleine Algen, die teilweise so groß sind wie ein rotes Blutkörperchen, wo man dann das Wasser einfach nur sieht, dass es blau ist oder grün ist. Also die ist ganz klein und dazu zählen dann halt auch Chlorella und Spirulina. Ah, genau, das heißt, die werden dann sozusagen dann irgendwie rausgesiebt und gepresst und dadurch Genau, um das und heranzuziehen. getrocknet halt. Also es gibt Ah, okay. unterschiedliche Anbaumethoden, unterschiedliche Trocknungsmethoden und entsprechend, also die sind halt sehr, sehr fein. Das heißt, wenn man die jetzt nimmt, wir werden oft gefragt, wie die denn so fein zu Pulver vermahlen werden. Das heißt, die müssen aber gar nicht vermahlen werden, weil die einfach schon von der Struktur her so klein sind. Ja, okay. Also was ich noch ganz interessant finde, ist jetzt, du hast gesagt, ihr baut jetzt schon seit, oder dein Mann seit 13 Jahren Algen an. Und du sagst auch gerade, es gibt da irgendwie Qualitätsunterschiede. Was ich mal so gehört habe, ist, dass man bei Chlorella eben auch aufpassen muss. Chlorella gilt ja immer so jetzt als Mittel der Wahl zum Entgiften. Aber dann gibt es auch mal die Hinweise, Vorsicht, Chlorella zieht irgendwo eben die Schwermetalle an. Und deshalb ist Chlorella zum Beispiel oft auch belastet. Und deshalb gibt es auch Leute, die eben sagen, bitte nicht mit Chlorella entgiften. Es ist eine sehr große Gefahr, weil das oft irgendwie aus China kommt oder so irgendwoher, dass man sich eher vergiftet, als dass man eine Entgiftung damit erreicht. Was sagst du denn dazu? Also das hat eben auch mit den unterschiedlichen Anbaumethoden zu tun, ob es eine gute Chlorella oder nicht ist. Also wie bei jedem anderen Produkt auch. Wenn der Bauer was auf sein Feld spritzt, was ich dort nicht haben möchte, wird die Ernte nie eine gute Qualität haben. Wenn ich jetzt aber Chlorella oder auch Spirulina nehme, dann sind die sehr bindungsfreudig. Das heißt, die akkumulieren halt gerne Giftstoffe. Das heißt, die Aussage, dass die natürlich Giftstoffe aufnehmen zum Entgiften, aber auch vielleicht schon im Vorfeld, ist berechtigt. Das heißt, da sollte wirklich auch auf Qualität geachtet werden. Und da ist es wichtig zu schauen, welche Anbaumethode wird dort genommen, wie sind die Werte, weil es gibt zum Beispiel, also die bekannteste Anbaumethode in Asien, das sind diese Open-Pond-Geschichten. Die sehen so ein bisschen so aus wie so eine abgeleitete Klärwerkstechnologie. Und das sind Betonbecken und Beton hat nun mal Schwermetalle drin. Das heißt, da werden immer Auswaschungen drin sein. Da ist halt die Frage, wie hoch die sind. Und das kann man eben über Analysen testen lassen und sollte man auch testen lassen und dann vielleicht, wenn man unsicher ist, einfach beim Anbieter nachfragen, dass der einem die Werte eben liefert. Dann hat man da natürlich auch Niederschlag. Das heißt, es kommen auch Parameter von außen, die auch der Anbauer nicht berücksichtigen kann, die halt einfach vorgegeben sind. Und das heißt, da müssen immer wieder Prüfungen stattfinden. Und das sollte halt auch gemacht werden, weil wie gesagt, das ist ein Produkt, das sehr sensibel ist und was dann eben auch gerne Schwermetalle oder auch andere Giftstoffe aufnimmt. Das heißt, da muss man wirklich gucken, dass man auch schaut, dass man eine gute Qualität nachher am Ende hat. Dann gibt es ein Glasröhrensystem, was dann hier auch in Deutschland angebaut wird. Und das hat ungefähr so große Glasröhren drin, wo dann das Wasser durchläuft. Das heißt, da wird Quellwasser genutzt aus der Eiszeit, was halt nicht belastet ist. Das heißt, da haben die Algen schon mal optimale Voraussetzungen, eine gute Starterkultur, also aus der Starterkultur sich weiterzuentwickeln. Und man hat halt keine Außeneinwirkungen, sprich, es kommt kein Niederschlag, keine Insekten, keine Blätter. Wenn man einen Pool hat, weiß man, was da alles drin landen Oh kann. ja. Das landet definitiv schon mal nicht drin. Und dadurch, dass von überall das Licht rankommen kann, kann die Alge optimal Photosynthese betreiben. Das heißt, da ist halt ein nochmal höherer Chlorophyllwert auch drin, auch gerade jetzt beim Spirulina, die werden auch in Glasröhren angebaut. Das heißt, man hat das schon mal und durch das Glas, das ist ein Spezialglas, sind halt auch keine Auswaschungen von Schwermetallen drin. Das heißt, die Anbaumethode ist zwar aufwendiger, das heißt natürlich auch kostenintensiver, aber bringt, wenn man es vergleicht, eine deutlich höhere Produktqualität hervor als eben die andere.
Okay, und ist das denn auch die Methode, die ihr dann verwendet für oder dein Mann für die Genau, Produktion? also in Deutschland wird es eben in diesem Glasröhrensystem angebaut und das macht der Herr Jörg Ullmann, mein Mann, dann Ja. dort auch. Genau, das war damals ein Prototyp, das wurde weiterentwickelt und da waren die eben maßgeblich auch daran beteiligt, dass das System oder dieser Vorgang optimiert wird. Okay, das heißt, du hast ja diesen Shop und vertreibst ja auch Produkte unter Pure Raw. Das heißt, die Algenprodukte, die ihr dort verwendet, die stammen dann alle aus der Produktion von deinem Mann. Wir haben Spirulina Chlorella aus Deutschland, genau, das sind die. Okay. Darüber haben wir uns damals auch kennengelernt, weil ich sage, ich möchte halt einfach die bestmögliche Qualität gerade an Chlorella auch haben. Damals gab es nur Chlorella, seit 3 Jahren wird jetzt auch Spirulina mit angebaut, circa. Und darüber sind wir dann ins Gespräch gekommen und das hat sich dann halt ein bisschen vertieft. Aber in dem Fall war es dann so, dass ich halt sage, ich habe halt bis dato auch die asiatische Ware genommen, die sicherlich auch in Ordnung ist. Also es gibt natürlich da auch gute und schlechte Qualitäten. Aber im Vergleich zu der Qualität eben aus dem Glasröhrensystem ist man einfach Welten entfernt. Und seitdem nehme ich halt wirklich auch noch die deutsche, die ich jetzt auf unserer Tochter dann auch immer gebe. Also da weiß ich, dass ich da auf der sicheren Seite bin. Genau, ja, sehr, sehr gut. Ja, es ist ja auch wichtig, ne? Wenn man das eben auch so weiß und Experten an der Hand hat, ist natürlich perfekt. Okay, jetzt haben wir so ein bisschen die Grundlage geklärt, wissen jetzt, worauf wir achten müssen. Jetzt nimm uns so ein bisschen mit rein und erzähl uns so ein bisschen was über die Vorteile der Algen. Mach uns so ein bisschen schmackhaft, warum sollten wir alle das Thema Algen ein bisschen mehr in den Fokus holen? Also da kann man auch wieder unterscheiden. Es gibt ja extrem viele Algen und jede Alge kann was anderes. Das heißt, wir haben zum Beispiel Chlorella, Spirulina, die oftmals, was du schon angesprochen hast, zum Entgiften verwendet werden. Gerade jetzt die Chlorella, eben um Schwermetalle auch auszuleiten, was man dann auch gerne mit einem Heilpraktiker oder Alternativmediziner an seiner Seite machen kann, um eben auch die Dosis festzulegen. Fördern natürlich auch das Immunsystem zum Beispiel, das macht die Spirulina auch. Und die Chlorella hat auch bioverfügbares B12 drin. Hat auch damit zu tun, dass die in diesem Glasröhrensystem nicht steril gezogen wird, sondern mit Bakterien, in dem Fall dann die Vitamin B12 produzieren, in einem System lebt und die dann nachher auch in dem Endprodukt mit drin sind. Das ist ein Und interessanter wenn Punkt, ich. gehen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf ein, glaube ich. Aber erzähl mal weiter, Genau, wenn ich jetzt aber. Ich hole mal noch einen kleinen Bogen weiter aus. Wenn ich ja. jetzt aber zum Beispiel Chlorella nehme, die komplett im Fermenter angebaut wird, sprich in einem abgeschlossenen sterilen System, hat die kein B12 mehr mit drin. Also das heißt, da muss man, wenn es darauf ankommt, wirklich differenzieren, welche Anbaumethode ist es, ist Vitamin B12 drin oder nicht, weil das eben von Chlorella zu Chlorella auch sich ändern kann. Dann habe ich eben eine Wundheilung mit drin, dadurch, dass das Immunsystem angekurbelt wird. Und ich habe eine Wirkung auf den Magen-Darm. Das heißt, da werden die guten Darmbakterien auch gefördert durch eben die Chlorella und die Spirulina. Und wenn ich die jetzt im Vergleich setze, man fragt ja immer, warum denn Chlorella, warum Spirulina? Das wird meistens halt, weil es eben fast gleich aussieht, in einen Topf geworfen. Die Spirulina ist ein Cyanobakterium, das heißt, die hat noch einen Blaufarbstoff mit drin, der auch in der Lebensmittelindustrie jetzt oft als Blaufarbstoff verwendet wird. Also sprich die blauen Haribos oder die blauen Smarties werden mit einem Farbstoff aus Spirulina mittlerweile gefärbt, weil sich das Brilliant Blue, nachdem man das deklarieren musste, nicht mehr ganz so schick angehört hat. Und das ist eben, die greifen jetzt auch auf natürliche Farbstoffe zurück. Aber Spirulina kann man auch zum Beispiel in Therapien verwenden, um eben währenddessen, wenn man jetzt eine Strahlentherapie macht, um die Organe in der Zeit besser schützen zu können. Okay. Und danach eben mit Chlorella wieder versuchen, die Giftstoffe wieder aus dem Körper rauszubringen. Zudem hat Spirulina eine stark antivirale Wirkung. Das heißt, wenn ich jetzt Herpes habe oder andere Viruserkrankungen, kann ich da auch Spirulina sehr gut mitverwenden, um das Ganze wieder auszugleichen. Und also es gibt mittlerweile auch Hilfsprojekte, die auch staatlich anerkannt sind. Da ist jetzt gerade eins in Kolumbien, was anläuft, wo Jörg auch mit beteiligt ist. Und da wird Kindern mit starken Mangelernährungen, also mittleren bis sehr starken Mangelernährungen über einen Zeitraum von ein paar Monaten eine Dosis von ca. 3 Gramm Spirulina am Tag gegeben und nach dieser Zeit dann getestet. Das heißt, die Mangelerscheinungen, die da sind, sind entweder ganz weg oder signifikant gesenkt worden. Das heißt, Spirulina hat da auch eine sehr hohe Wirkung, was Mineralien angeht, zum Beispiel. Also Das ist sehr hoher interessant, ja. Mineralienwert drin, der dann auch wieder
hilft zum Beispiel Stottern, was ja auch durch eine Mangelernährung zustande kommt, auszugleichen. Es ist aber auch Gewichtaufbau, Muskelaufbau. Es wird viel für den Sport verwendet, was auch sehr, sehr gut funktioniert. Auch im Wechsel zum Beispiel mit Chlorella. Ich mache das dann auch gerne, dass ich mir vor dem Sport und nach dem Sport ein bisschen Spirulina ins Wasser reinrühre und dann trinke, um eben den Muskelaufbau zu fördern. Gibt es auch mittlerweile im Pferdesportbereich, weil es eben nicht als Doping gelistet ist, dass man Pferd Chlorella, Spirulina mit ins Futter mischt und die dann eben leistungsfähiger sind. Also da kann man zwischen den beiden Algen auch schön wechseln, je nachdem, was man eben vorhat. Ich mache es meistens so, dass ich Chlorella morgens nehme und Spirulina Mittag, Nachmittag, dann bin ich mit beiden abgedeckt. Also das ist was, was ich ja wirklich auch täglich nehme. Also wahrscheinlich kann man die Liste jetzt noch endlos weitersetzen. Also das Genau. ist also Da haben die was ich für Makroalgen ja auch noch. Also da kann man auch wirklich auf jede speziell wieder eingehen. Dann haben wir zum Beispiel die Dulsa-Alge, die auch als Speckalge jetzt in den Medien öfter war, die, wenn man die frittiert oder anbrät, also einen Speckgeschmack bekommt, aber an sich schon recht mild ist. Es ist eine Rotalge und die kann man auch verwenden in der Küche und zum universellen Würzen. Das heißt, ich habe halt über die Mikroalgen habe ich eine Jodquelle zur Verfügung, gerade wenn ich jetzt auf tierische Produkte verzichte oder die eben bewusst rausnehme aus meiner Ernährung, habe ich da eine Quelle, wo ich gut an natürliches Jod rankomme. Ich habe auf der anderen Seite viele Mineralstoffe drin. Ich habe Protein dort auch mit drin, was ich übrigens im Chlorella und im Spirulina auch wieder finde. Ich habe einen hohen Sättigungseffekt. Und habe natürlich eine sehr stark oder schnell nachwachsende Rohstoffquelle. Das heißt, es ist auch ein Lebensmittel mit einem sehr geringen ökologischen Fußabdruck. Und wenn ich mir jetzt die Wakame anschaue, habe ich da zum Beispiel, das wird in Asien heißt die? verwendet, Wakame? Wakame. Okay. Das ist die, die man so oft aus der Miso-Suppe auch kennt. Oder Kelp oder Kombu kennt man auch aus der Miso-Suppe. Und die Wakame wird in Asien zum Beispiel Kindern gerne gegeben, eben für Calcium anstelle von Milch, weil dort Hört sich oft gut an, ja. Unverträglichkeiten sind. Und so kann ich eben auf jede Alge eingehen, was wir dann im Buch auch gemacht haben, dass wir jede Alge porträtiert haben, um eben nicht nur zu sagen, da kannst du Suppen, Salate oder Sushi mitmachen, sondern nein, die können auch noch was. Und je nachdem, was du gerne möchtest, nimmst du einfach die spezielle Alge, sodass man auch weiß, Dulse wurde zum Beispiel auch von den Seefahrern genommen, enthält viel Vitamin C. Das heißt, die Seefahrer, die Dulse geknabbert haben, die hatten das immer in die Hosentasche, die sind zum Beispiel dann nicht an Skorbut erkrankt, was ja damals gang und gäbe war bei den Seefahrern. Vitamin C-Mangel, genau. Oder ist auch ein natürliches Antiwurmmittel, dass man da auch, dass sie keine Würmer hatten. Also so vielfältig sind die Algen dann in dem Fall. Wahnsinn, es hört sich super, super interessant an. Warum essen wir nicht alle Algen, ja? Also Richtig. zeig doch mal das Buch, wo du gerade von das Thema gerade angesprochen hast. Das Buch, wir haben eben schon mal von gesprochen, oder hast du es noch gar nicht gezeigt? Halt doch mal Genau. Ich halte es einmal kurz, kann damit man es wir alle das mal zumindest gesehen haben. einmal vorne reinhalten. Genau, Algen, sehr gut. Das ist eine Makroalge, nehme ich an, die vorne drauf Das ist. ist genau das eine Makroalge. Wenn wir jetzt reinschauen, ich kann hier mal ganz kurz durchblättern noch von Anfang. Sieht man das so? Genau. Ja, Das mit heißt, wir haben hier verschiedene Algen, auch Makroalgen natürlich, weil man die gut erkennt. Und da sind dann große die, Bilder mit drin, ja. genau, es Nice. sind auch Bilder zum Anschauen, dass man nachher auch einen Bezug dazu bekommt, was sind Algen eigentlich. Dass man nachher weiß, wovon man redet. Wir haben das hier unterteilt in Mikroalgen und dann auch nachher in Makroalgen und dann eben hier zum Beispiel die Spirulina oder die Chlorella nochmal erwähnt und dann die Makroalgen, dass wir wirklich die Dulse und den Meeressalat vorne mit haben, die dann auch immer bildlich abgebildet sind, sodass man weiß, wovon welcher Alge man tatsächlich spricht oder welche man sich da anschaut. Und genau, das Ganze porträtiert mit ein paar leckeren Rezepten unterstützt, unterteilt in Vorspeisen und Hauptspeisen und Nachtisch. Wir haben auch ein paar schöne Rezepte für Kinder zum Beispiel drin. Das ist auch ganz klasse. Oder auch dieser Bubble Tea, dann aber auf gesund gemacht und ohne viel Zucker. Also das heißt, da kann man auch ganz normal mit Fruchtsaft arbeiten und Kinder dafür auch schon begeistern. Also wenn ich das sehe, wenn man dann zum Beispiel in Schulen geht und mit den Kindern was macht oder es gibt auch Riegel, die zum Beispiel, wo dann Algen eingearbeitet sind, die essen die Kinder einfach und finden das auch großartig. Ja, wie ist es dann, also sagst du, für Kinder und so, und Kinder sind ja mit Geschmack immer schon so ein bisschen sensibel, sag ich mal, oder einfach schräg vorbelastet. Also
Algen, selbst wenn ich jetzt an Algen denke, denke ich an, weiß ich nicht, so meeresfischig, irgendwie kriegt man das irgendwie anders hin oder ist das einfach Es ein ist nicht falsches immer so. Bild? Also da kommt es auch drauf an. Es gibt die Chlorella spirulina aus Deutschland, die schmecken sehr neutral, teilweise auch ein bisschen grünen Geschmack. Die Spirulina eher wie so eine Gemüsebrühe, finde ich. Das ist mein Vergleich davon. Wenn ich jetzt aber Algen von nicht so guter Qualität habe, wie jetzt die Mikroalgen, die haben halt einen hohen Proteingehalt von ca. 50% drin. Und wenn die dann zum Beispiel nicht schnell genug geerntet und getrocknet wurden, dann ist das wie ein Steak, was man in die Sonne legt, was dann anfängt, ranzig und gammelig zu werden, dann stinkt das halt nach Fisch. Und dann sollte man die halt auch nicht mehr verwenden. Okay. Das ist bei den frischen oder bei den, wo der Weg eben kurz war von der Verarbeitung, nicht der Fall. Wenn Okay. ich jetzt, und dann mögen Kinder das auch. Also ich kann damit das einrühren. Meine Tochter kriegt morgens ihre Presslinge als Bonbon mit rein oder ich mache einen Smoothie, gibt es da mit rein. Und da braucht man auch nicht viel von. Das heißt, ich für mich als Erwachsener nehme davon einen Teelöffel, einen Smoothie mit rein oder trinke es im Wasser oder einen Saft mit. Und das merkt man eigentlich kaum mit der Konzentration. Man kann es aber auch in Bällchen reinrühren oder reingeben. Ich kann Gummibärchen damit färben oder ein Eis damit machen. Das ist dann Ja, natürlich okay. auch klasse. Ich mache ein Apfeleis, gebe ein bisschen Chlorella mit rein, das ist auch grün. Oder wenn ich jetzt Makroalgen nehme, dann kann ich es auch in Salat mit reingeben. Ich kann aber auch Burger-Patties damit machen. Ich kann es als Würzmittel einsetzen. Es gibt auch Algen, die nicht fischig schmecken. Es gibt diese typischen Algen, wie jetzt den Kelp, der natürlich sehr kräftig ist und auch so das typisch Algige fördert oder einen Geschmack mit reinbringt. Es gibt aber auch Algen wie die Dulse, die halt eher würzig nach Speck schmeckt. Oder es gibt die Ulva, die so ein bisschen salatig, sehr, sehr mild schmeckt. Die Nori-Alge ist auch vom Geschmack her recht neutral. Also fast jeder mag Sushi und die Nori schmeckt da ja auch nicht so extrem raus. Und da kann man immer variieren, welchen Geschmack man gerade möchte. Ja. Es gibt da auch zum Beispiel, das ist eine goldene Alge, goldene Chlorella-Alge. Und die ist jetzt auch ganz, ganz neu. Das heißt, die schmeckt überhaupt gar nicht nach Alge und riecht auch nicht nach Alge. Lässt sich aber trotzdem als Butter und als Eiersatz mit in die Ernährung integrieren. Und da kann man auch ganz vielfältig mitarbeiten. Und da fällt es keinem auf. Da haben wir wirklich auch Tests gemacht mit traditionellen Rezepten. Und dann eben Butter und Ei haben wir durch das Bob-Ei, nennt sich das Produkt, ersetzt. Ja, Und jetzt das. müssen wir, glaube ich, mal einhaken. Also erstmal, also einen Punkt wollte ich noch gerade nachhaken. Du hast gesagt, also Algen mit in grünen Smoothie. Das ist natürlich interessant, weil das ist ja so mein Thema. Was tust du jetzt genau da rein? Presslinge Also oder Pulver das oder welche Sorten klassische, oder? eine Presslinge wäre zu schade, weil da ist ein Verarbeitungsschritt mehr, was es dann teurer macht. Das heißt, im Smoothie, es wird eh klein gemacht, das Pulver rein. Oder ich kann natürlich auch, wenn ich sage, ich mache eine Suppe oder eine Smoothie-Suppe quasi, dann kann ich auch die Makroalgen mit reinnehmen und kann dadurch zum Beispiel den Salzgehalt auch deutlich reduzieren, weil die natürlich diesen Umami-Geschmack mit reinbringen. Welche nimmst du dann, egal welche Algen? Also Das kommt drauf an. Also die Dulse schmeckt mir persönlich sehr gut. Nori finde ich auch gerade sehr, sehr klasse. Nehme ich auch fast täglich zu mir. Ich kann aber auch, wenn ich eine Suppe mache und dann zum Beispiel die Meeresspaghetti klein schneide mit reingebe, dann habe ich auch was zu beißen. Oder ich nehme die Wakame oder einen Kelb und schneide den in feine Streifen und kann den auch mit reingeben, nachher noch als Einlage. dann hat man ein bisschen was zum Kauen, ne? Also, Richtig, ja, ist ja auch genau. nochmal ganz nett. Ja klar, das soll man ja auch so. Man soll ja den grünen Smoothie immer lange im Mund behalten. Das ist eine tolle Möglichkeit. Man mixt es fertig und tut die ja nachher rein. Und dann hat man eben ein bisschen was zu kauen und hält es dadurch ein bisschen länger im Mund. Ne? Das ist Genau. die berühmte Schlucksperre, kann man auch mit Obst machen. Ne? Also Obst in Stücke schneiden oder ganz einfach einen Apfel nochmal reintun, ganz kurz anmixen. Dann hat man, also nachdem man sonst den grünen Smoothie fertig hat, Apfelstücke rein, kurz anmixen, dann hat man halt grobe Stücke nochmal drin. Richtig. Also finde ich Okay. persönlich auch immer ganz schön. Ja, genau. Das geht eben auch mit Algen. Wunderbar. Das wusste ich noch gar nicht. Ist mir neu. Cool. So, und die andere Sache, die du gerade erwähnt hast, die fand ich eben auch sehr interessant, eben auch für Veganer, Rohköstler. Diesen Ei- und Butterersatz, das hast du eben ganz kurz erwähnt. Bob-Ei. Sag doch mal ein bisschen was dazu. Das finde ich auch sehr spannend. Ja, also ich finde, es ist ein absolut großartiges Produkt und in der Schwangerschaft habe ich das wirklich pur gelöffelt, weil das einfach so lecker war und da kenne ich auch noch andere, die mittlerweile auch schon ihr Kind bekommen haben, bei denen war das ähnlich. Und das ist eine fermentierte Chlorella-Alge, das heißt, die ist nicht mehr grün, sondern die ist goldgelb. Also ist ja auch von der Farbe sehr schön und hat einen Fettanteil von 50%, ist frei von Allergenen. Ja, hat eine texturverändernde Eigenschaft, sprich, damit kann ich Butter und Ei auch für Lebensmittel verwenden oder Bob-Ei anstelle von Butter und Ei verwenden. Ob das jetzt in der traditionellen Küche ist, sei es jetzt
beim Backen. Also meine Mutter backt damit ganz regelmäßig und das funktioniert hervorragend. Oder man kann natürlich auch in der Rohkost dieses Ei mit reinbringen, sei es jetzt in Plätzchen, wenn man die dann dörrt, oder ich kann, wenn ich eine Soße Hollandaise oder Bechamel oder sowas mache, kann ich das auch nehmen. Das ist halt sehr, sehr schön. Und das sind von der Fettkonstellation ähnlich wie Olivenöl. Das heißt auch sehr hochwertige und mehrfach ungesättigte und einfach ungesättigte Fettsäuren mit drin, die natürlich einen großen Teil ausmachen. Das heißt, ich habe hier wirklich ein Produkt, was nicht nur für Veganer oder für Rohköstler interessant ist, sondern was eigentlich für jeden interessant ist, der sich bewusst ernährt, weil Eier sind halt einfach nicht nur tierischen Ursprungs, sondern auch eine Ressource, die halt schwierig zu handeln ist, die sehr aufwendig auch ist. Und wenn ich das Produkt nehme, habe ich halt auch wieder einen schnell nachwachsenden Rohstoff, der mir aber Vorzüge bietet. Das heißt, ich habe da auch keine Gefahr durch Salmonellen zum Beispiel. Ich habe eine längere Haltbarkeit im Produkt und habe im fertigen Produkt nachher sogar eine Kalorienreduktion bei gleichem Geschmack. Das heißt, ich habe weniger Kalorien, die ich zu mir nehme, aber es schmeckt mir genauso gut. Also ihr habt das ja erfunden sozusagen, dieses Bob-Bob-Ei, ne? Genau, Und das Bob-Ei, da sind wir auch die einzigen auf dem Markt, die das anbieten. genau, und wenn ich Für richtig Bob informiert backen bin, ohne Butter und Ei. Wenn ich richtig informiert bin, habt ihr dafür sogar einen Innovationspreis bekommen, ja? Das ist auch ausgezeichnet worden, genau. Und wie gesagt, fürs Buch, das ist ja dann auch nochmal erwähnt, da haben wir jetzt von der Gastronomischen Akademie Deutschland auch die Goldmedaille bekommen. Ah, Also, wow. das ist Also habt ihr mehrfach richtig, ausgezeichnet. ja, richtig, richtig gute Arbeit geleistet. Hört sich super interessant an. Also dieses Bob-Ei ist eine ganz spannende Sache. Vorne zeigen, kann ich einmal zeigen, weil ich finde die Ja, Verpackung sicher, schön. klar. Schon ist denn da. So sieht Genau, das dass man aus. noch Halt mal ein mal bisschen näher sieht. noch ran in die Kamera. Oder vielleicht nicht, sondern mal ein kleines Bild hier, genau. Die nette Dame mit dem Kuchen. Das heißt also, wenn ich jetzt beim letzten Interview hatten wir jetzt ein Interview zum Thema Brot. Wenn ich jetzt das Brot backe und ich habe jetzt ein Rezept mit Butter und Ei, klassischerweise, dann kann ich das damit ersetzen. Ja, ganz Richtig, einfach. genau. Und wenn ich jetzt Butter aufs Brot drauf schmieren möchte, Dann dann. kann ich natürlich nicht mit dem Pulver Nee. arbeiten, sondern müsste das dann auch weiter verarbeiten. Also da sind wir auch noch immer in der Phase, wo wir sagen, wir experimentieren selber auch ganz viel. Und unsere Designerin hat letztens was Schönes entdeckt. Also es war eher ein Unfall bei ihr, hat sie gesagt, dass sie Butter wirklich gemacht hat und dann Kokosöl genommen hat, das leicht erwärmt hat, dass es flüssig ist und dann Bob-Ei mit reingegeben hat. Sprich ungefähr ein Teil Kokosöl, drei Teile Bob-Ei, also wirklich viel Bob-Ei. Erstmal, dass es natürlich von der Farbe her schön ist und dann das Ganze schön vermischt, dass es dann nachher, wenn es fest wird, einfach auch nochmal schön oder fester, dann ist er trotzdem noch streichfähig, dass es halt diesen Geschmack hat. Dann kann man noch ein bisschen Salz dazu geben, dass es den Geschmack nochmal ein bisschen hervorhebt und dann hat man eine ganz wunderbare Butter. Aha, klingt ja spannend. Das heißt, ich kann das wirklich dann auch so von der Konsistenz her dann nachbilden, weil sonst, also wir haben halt bei uns zum Beispiel das Problem, dass mein Sohn, der hat auch so eine Milchallergie und deshalb weiche ich mir immer auf so eine Butter aus dem Biomarkt. Weiß gar nicht, wie sie heißt, ist auch egal. Oder ist dann auch mit Palmöl, glaube ich, oder Soja, ich weiß, irgendwas wird da halt verwendet. Und ja, ich meine, Soja weiß man auch, der Anbau und so weiter ist nicht so gut. Und Soja als solches muss ja auch nicht zwingend sein. Palmöl hat auch nicht nur, auch was den Anbau angeht, nicht nur Die gute besten. Eigenschaften. Und wenn man hier was etwas hat, was das ersetzen kann, dann noch einfach selbst gemacht, ja wunderbar. Richtig, und es hält sich halt auch. Also das ist ein Produkt, was ich dann auch einfach haltbar habe und jederzeit mir rausnehmen kann, was ich brauche. Super. Sehr, sehr toll. Gute Idee von euch. Ja, und damit kommen wir direkt zum praktischen Teil. Jetzt haben wir über die Algen gesprochen. Wir haben unglaublich viele Vorzüge und ich wette, es gibt noch mal so viele oder noch mehr, was man alles mit den Algen machen kann und ersetzen kann und was hier alles gut sind. B12 hast du jetzt, ich wollte es eigentlich noch mal extra, du hast es eben schon gesagt, B12 ist auch ganz wichtige Sache, was auch sonst nirgendwo, weiß ich, in der Rinderleber ist es ja sonst immer klassischerweise drin und sonst vielleicht irgendwie auf den Wildpflanzen mit den Tieren, die da rumkreuchen und fleuchen, aber sonst ist Ist das ja es auch. schwierig, das aus einer pflanzlichen Quelle zu bekommen? Ja, genau. Und das haben wir jetzt mit Algen dann eben auch, wenn man die entsprechend anbaut, auch die Möglichkeit. Jetzt mal die Frage, Algen im Alltag. Ja? Wie binde ich denn die Algen jetzt ein? Wir haben eben schon gehört, grüne Smoothies, da kann ich es mit reinpacken. Was kann ich denn sonst noch an Gerichten machen? Gib uns doch mal ein paar praktische Tipps.
Also es ist unglaublich vielfältig. Eigentlich kann ich sie in jedes Gericht mit integrieren. Ob ich jetzt die Zucchini-Spaghetti mit Meeresspaghetti mische und dann eine Bolognese-Soße zu mache, auf Basis von Nusshack dann zum Beispiel. Oder ob ich ein Eis mache und das Bob-Ei auch mit reingebe, um zum Beispiel da eine cremigere Konsistenz und, zu erzeugen und eine Kristallbildung von den Eiskristallen zu verhindern, dass es das insgesamt ein cremigeres Mundgefühl ist. Ich kann das sind Smoothies, was wir gerade schon sagten, reingeben. Ich kann aber auch Gemüsepatties formen, damit, um das als Bindemittel zu nehmen und natürlich dann auch als Würzmittel verwenden, die Makroalgen. Wenn ich Schokolade mache und da eine grüne Schicht drüber mache, sieht es auch immer total schick aus. Ich kann unglaublich viel machen oder Gummibärchen, Bubble Tea, Fruchtleder. Was nimmt man sonst im Alltag? In mein Müsli kann ich es morgens mit reingeben. Wenn ich mir eine Milch mache und zum Beispiel das Bob-Ei mitnehme und dann einfach mit Wasser anrühre, dann habe ich eine Milch, die aber keine Nussmilch ist. Das heißt, auch Nussallergiker können das dann nehmen. Dann kann ich dann Kriege ich süßen. schon einen Milchersatz damit? Das ist ja auch praktisch. Super, Genau, also kann man auch dafür nehmen. Ich kann. Es gibt so viele Möglichkeiten. pass auf, ihr habt doch Rezepte auf eurer Webseite, Genau, ja? wir haben ganz viele Rezepte bei uns. Dann machen wir aber Folgendes. Macht ja auch keinen Sinn, jetzt alle aufzuzählen. Also, dann machen wir so, ich verlinke einfach die Rezepte bei euch auf der Webseite. Ihr habt ja auch einen YouTube-Kanal, wo auch dann einige Rezepte dann genau gezeigt werden. Also, wer da ein bisschen mehr gucken will, der schaut einfach bei euch auf der Webseite vorbei und guckt es an und kann dann sich inspirieren lassen. Ich denke, das ist eine gute Sache und kann man sich da ein bisschen mit vertraut machen mit der Sache. Genau, und wer Genau. inspiriert ist, kann natürlich dann auch bei unserem World Food Award teilnehmen, der im November verliehen wird. Und da kann man dann bis, ich glaube, zum 11. November kann man sich auch tatsächlich mit Rezept bewerben in der Was genau Richtung ist das, dieser Raw Food Award? World Food Award. Das machen wir jetzt auch schon seit Beginn der Sommer. Das heißt, da wird jedes Jahr ein Thema ausgerufen. Dieses Jahr ist es das schaurig schönste Herbstrezept, eben passend zur Jahreszeit, wo dann Rohkostgerichte gesucht werden, vegane Rohkostgerichte. Diesjährig haben wir das erstmal unterteilt in Professional und in Non-Professional. Das heißt, jeder, der ambitioniert zu Hause selber gerne in der Küche steht und sein Rezept vorstellen möchte, oder auch die, die zum Beispiel wirklich als Blogger oder auch schon Kurse geben, dass sie ausgezeichnet werden. Da haben wir auch eine Jury sitzen, eine sehr hochkarätige, die werden auch nochmal bei uns auf der Seite mit vorgestellt. Sei es jetzt Björn Moschinski, Nico Rittenau, Christine Vollm, Christian Bass, also aus ganz verschiedenen Richtungen, sei es jetzt in der Wildkräuterecke, sei es im veganen Bereich oder als Musiker in einer bekannten Band. Also da gucken wir, dass wirklich alle zusammengeführt sind und dann eben auch die Rezepte bewerten, sodass man da dann nachher auch nochmal Rezepte hat, die wir dann auch zur Verfügung stellen Ah ja, können oder das ist werden. toll. Und ja, macht Ja. einfach Spaß. Genau, also wer da Lust drauf hat, kann dann gerne dort mitmachen und Rezepte sozusagen einreichen. Und da Genau. gibt es nämlich auch noch was zu gewinnen. Da gibt es jede Menge zu gewinnen. Also ganz tolle Preise. Das lohnt Ja. sich auf jeden Fall. Und damit sind wir auch schon beim richtigen Stichwort für unser Gewinnspiel. Denn auch in diesem Interview gibt es wieder ja, schöne Preise zu gewinnen. Kirsten, erzähl uns doch mal, was gibt es zu gewinnen heute? Was hast du uns mitgebracht? Also wir haben zwei Gewinner, also zwei Kategorien. Das heißt, einmal jeder, der sich natürlich jetzt inspiriert fühlt und sagt, ich möchte unbedingt auch mal ein bisschen was ausprobieren zu den Algen, sei es jetzt Makro-Mikro-Algen, der kann bei uns den Gutschein einlösen, bekommt ab einem Bestellwert von 30 Euro 5 Euro geschenkt für seine Bestellung. Super. Unter Ein dem, Gewinn sozusagen für jeden. genau, jeder, der einfach mal mitmachen möchte und gucken möchte. Das Ganze dann mit einem Gutscheincode verbunden. Pure, ja, wie hieß es? Muss ich gucken. Hast es mir gesagt. Algen Pure. Genau, ich schreibe es aber auch unter das Interview drunter in Genau, ist Großbuchstaben. gültig bis zum Algen, ne? 9.11. einschließlich, Ja. 9.10. einschließlich. Genau, bis zum 9.10. Ja. Genau, da kann man einfach mal seiner Kreativität und seinen Launen freien Lauf lassen und zu gucken und selber auswählen. Und was noch viel besser ist, das heißt, es gibt dieses wundervolle Buch Sehr gut. dreimal zu gewinnen. Da dann einfach einen Kommentar hier unter dem Video hinterlassen und vielleicht sagen, warum man das gerne gewinnen möchte, es sei denn, du hast da ein anderes Kriterium. Genau, einfach ein Feedback geben vielleicht oder vielleicht auch Erfahrung schon oder warum ihr gewinnen wollt. Einfach einen Kommentar unten drunter schreiben auf dem Blog oder auf YouTube unter dem Video.
Und dann lassen wir das Ganze laufen. Und ich würde mal sagen, das machen wir auch bis zum 9.10., wo dann die Laufzeit des Gutscheins endet. Bis dahin werden dann die Kommentare berücksichtigt. Und unter allen, die dort sich dann verewigt haben, die bekommen dann, wenn sie bei YouTube drunter geschrieben haben, schreiben wir sie an und dann antwortet ihr hoffentlich. Oder wenn ihr unter dem Blog unten drunter, da könnt ihr eure E-Mail-Adresse mit angeben, dann können wir euch über den Weg dann kontaktieren. Und dann verlosen wir dann oder quasi drei Bücher von euch zum Thema Algen. Kann man dann Wunderbar. nochmal alles wirklich auch handfest nachlesen. Und Genau, noch das. viel mehr als das, was ich gerade gesagt habe. Na klar, das war jetzt einfach nur so ein kleiner Auszug. Aber es war wirklich sehr, sehr spannend, das mal zu hören. Also Algen, ich denke, das passt so ganz gut. So das unentdeckte Powerfood, das ist wirklich Wahnsinn. Das ist, denke ich, vielen gar nicht so bekannt, dass Algen viel, viel mehr sind als jetzt irgendwie Spirulina und Chlorella, was man halt schon mal so kennt. Oder das olle Zeug, was man am Strand immer Was zwischen den Füßen wegtritt. irgendwie klebt und Ja. dann antrocknet, genau. Also wenn wir Es uns ist alleine überlegen, dass es in 80% der Lebensmittel bereits Alge sind, es tatsächlich. ist halt enorm vielfältig und einsetzbar und den meisten gar nicht bewusst. Und wenn wir jetzt 70% der Erde sind mit Wasser bedeckt, das heißt, wir könnten da wirklich extrem viel Potenzial dann auch rausholen, Ja. ohne dass wir auf die landwirtschaftliche Nutzfläche angewiesen sind, die wir bisher nutzen, sondern wirklich neue Wege entdecken. Ja, das ist Also in einfach der Punkt. Mailand. Ja, erzähl. In Mailand wurde jetzt letztes Jahr war die Weltausstellung und da gab es eigene Pavillons auch zum Thema Algen. Also das Thema ist schon angekommen. Es muss jetzt dann nur noch breit gestreut werden, sodass dann jeder auch weiß, dass Algen einfach unglaublich vielfältig und genial sind, wenn man die in die Ja, Ernährung mit integriert. und ich denke, es wird von ganz alleine kommen, weil die Weltbevölkerung wächst. Man braucht Alternativen. Man hat hier eine wunderbare Alternative mit unglaublich vielen Möglichkeiten. Und das wäre eben auch der Punkt, warum wir gesagt haben, Nahrungsmittel der Zukunft, Fragezeichen, weil da so viel Potenzial drinsteckt. Und deshalb habe ich gesagt, gerne dieses Thema. Ich finde das super, super spannend. Ich hoffe, das hat euch auch gefallen, das Thema. Wenn ihr Interesse habt, schreibt wie gesagt gerne einen Kommentar unter dem Blog oder auf YouTube oder gebt einen Daumen hoch. Freuen wir uns drüber. Und wenn ihr Fragen habt, auch gerne in die Kommentare. Kirsten wird ja sicherlich auch, wenn sie Zeit in ihrem Business-Alltag findet, da auch mal was Die zu nehme ich mir. schreiben. Genau, sehr gut. Okay, prima. Gut, dann sage ich ganz herzlichen Dank an dich, Kirsten. Alles Gute für dich, für Dankeschön. euch, weiter für eure wirklich sehr, sehr hervorragende Arbeit. Sehr innovativ, was ihr da gemacht habt. Ganz hervorragend, weiter so. Und ja, dann sage ich ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Andreas von grün und gesund.de. Ciao. Ciao.